Hallo Rennsportfans, heute für Sie live das 13. Moto2-Rennen der Saison vom Misano World Circuit Marco Simoncelli. Es herrschen gute Wetterbedingungen und perfekte Renntemperaturen. Wir sind also gespannt, welche Fahrer mit harten und welche mit weichen Reifen antreten werden. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MotoGP. Und wir haben es geschafft, im ersten Qualifying der Moto2 für uns auf die Pole zu fahren. Das ist doch mal ein sehr, sehr gutes Omen für den weiteren Rennverlauf. Aber es war eng. Es war sehr eng. Oh, Marcel Schröter sogar auf 15. Das ist interessant. Gut, wie das Rennen verlaufen wird, werden wir sehen. Ab geht die Fahrt. So, wir sehen auch hier den gelben Kreis auf der Map. Das ist aktuell Simone Corsi. Das ist der, den unseren Manager als quasi Gegner herausgestellt hat, den wir doch gerne besiegen sollen heute. Das ist natürlich Ziel Nummer 1. Domi Egerter ist gecrashed. Wir sind direkt hinter Rins. Und wenn ich das richtig gesehen habe, vor Jonas Folger. Salom ist raus. Da kommt schon der Jonas. Und Tom ebenfalls. Ich habe eine Strafe von 0,5 Sekunden. What the fuck? Einmal rewinden bitte. What? Warum zum Geier habe ich eine Strafe? Das ist ja mal ziemlich interessant. Das werde ich mir vielleicht nochmal anschauen, wenn ich es nicht vergesse. Ich vergesse es sowieso. Ansonsten, wenn ihr es anschaut, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wann ich denn die Strafe bekommen habe. Die Frage ist, gilt die jetzt für das ganze Ziel? Für das ganze Rennen? Nächste Frage ist natürlich, wir haben aktuell die Runden noch auf Moto 3 eingestellt. Das heißt, die Maximallänge der Strecke. Ja, die Strafe, fuck it, zählt für das ganze Rennen. Okay, nochmal. Wir haben aktuell, beziehungsweise ich habe aktuell noch die Runden Dauer auf Moto 3 Zeiten eingestellt, sodass das ungefähr auf 20 Minuten kommt. Sollte eigentlich mit der Zeit hier übereinstimmen, da wir ja schnellere Rundenzeiten fahren. Ob es dem wirklich so ist, werden wir noch sehen. Zwar am Ende des Rennens, ob wir da ungefähr hinkommen. Dann müssen wir da eventuell ein bisschen was anpassen. Auch sind jetzt hier aktuell 10 Runden. Eventuell ein bisschen lang. Werden wir mal gucken. Das ist so krass hier. Bock da laufen zu lassen, ey, das ist so krass. Sich da wirklich darauf zu verlassen, nicht bremsen zu müssen, obwohl hier alles rot markiert ist.
Aber wir können auf jeden Fall mitfahren. Wir kommen jetzt daran. Das passt. Wir bekriegen sich da vorne. Das hilft uns natürlich. Wisst ihr ja schon. Alles, was hier im Zweikampf ausartet, fährt keine schnellen Rundenzeiten. Alles, was aufholen muss und aufholen kann, weil es eben eine freie Strecke hat, so wie wir aktuell, kann man natürlich schön Rundenzeiten fahren, die auch deutlich schneller sein können als die vor uns. So, hinter uns bekriegen sich Folger und Lütti. Hilft uns natürlich auch, nach hinten ein bisschen Abstand zu gewinnen. Also aktuell läuft's gut. Sehr gut sogar, würde ich sagen, würde ich behaupten. Weil wir halt hier einfach immer angeflogen kommen wie nochmal was. Das fährt halt keiner. So fährt den Abschnitt halt einfach keiner. Dafür verkacke ich da in den ersten zwei Sektoren immer. Wow! Tito-Rabatt ist raus. Habt ihr das gesehen? Der rutscht einfach weg. Wie geil. Also, weniger geil für ihn, aber es sah halt einfach geil aus. Bisschen Druck von hinten gemacht. Tito-Rabatt ist schon mal raus. Interessant wäre es jetzt gewesen, was passiert, was wäre denn geschehen, hätte ich den Rewind angemacht und hätte ihn quasi somit wieder zurück auf die Strecke geholt. Wow. Das war mega verbremst. Hätte ich es ihn dann auch zerlegt, wenn ich ihn quasi wieder aufgestellt hätte und dann mehr oder weniger das gleiche Szenario nochmal passiert wäre? Das wäre ein interessanter Fakt. Boah, knallhart reingebremst bei Rins. Ist ja für Rins auch seine allererste Saison hier in der Moto2. Hier als Rookie. Für das ist er extrem gut gefahren, stellenweise aber auch zu krass. Also in Bezug auf Kack. Voll den Bremspunkt verpasst. Zu krass in Bezug auf Aggressivität und ja. Es gab schon ein paar Manöver, wo man ihn definitiv anrechnen kann, dass er da einfach aus Dummheit gehandelt hat. Weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen ein Problem, denn aktuell wären wir nur Vierter. Rins ist noch zu nah dran. Wow! Okay. Und der überfährt uns. Wie soll man denn da weiterfahren, wenn er uns einfach überfährt? Volker und Lütti, die geben sich's aber richtig da hinten. So, und wir ziehen hier wieder ab, ziehen hier wieder voll durch. Gut, was heißt voll durch? Hier geht's schon mal kurz vom Gas. Ansonsten werden wir hier zu weit nach außen getragen. Hier geht's gar nicht vom Gas und hier geht's dann auf die Bremse. So, damit ihr ungefähr wisst, wie ich das Ding hier fahre.
So, Simone Corsi ist ein bisschen weiter hinter. Das ist ganz angenehm für uns. Da können wir definitiv leben. Bis jetzt noch keinen Streckenrekord gefahren, ne? Okay, never mind. Okay, von Rind sind wir jetzt weit genug weg, um auf P3 bleiben zu können. Und die zwei da vorne kommen wir durch den letzten Sektor halt massiv ran. Aber wir müssen, das reicht nicht, in der letzten Runde da vorbeizugehen. Wir müssen da vorher vorbei. Wir müssen dann versuchen... Ach, come on! Das wird mir definitiv noch öfters passieren in der nächsten Zeit. Einfach hier ein bisschen das Gefühl für die Bremse zu finden. Es ist halt brutal, ne? Von über einer Sekunde auf null. Das ist schon krass. Hier im Fight mit Sam Lowes. Ja, Zarco kommt nicht vorbei. Zarco kommt vorbei. Na, okay. Das wollte ich nicht. So wollte ich definitiv nicht überholen. Aber es sind noch fucking 4 Runden. Ich habe nur noch 2 Rewinds. Also ich muss mir ein bisschen zusammenreißen. Keine Fehler jetzt mehr machen. Sagte er und fährt außerhalb der Strecke. Zarco fährt aber auch krass über den Körper. Er leckt mich am Arsch. Der Vorderradreifen, den wir drauf haben, der ist schon ziemlich im Eimer. Das ist schon geil. Ich weiß nicht, wie die Reifenbelastung hier aussieht. Geht eigentlich. Ich denke, hier ist das Problem, wenn wir hier so in voller Schräglage krass anbremsen. Zarco mal schön außen überholen, ja, kann man mal machen, ne? Kann man definitiv mal machen. So, auf geht's, ab geht's. Nächste Runde folgt. Jetzt auf der Jagd. Mach's ihm los. Den hatte ich mir eigentlich zu Beginn der Saison sehr viel ausgemacht. Ich habe gedacht, er reist mehr, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Fahrer ist, hat einen krassen Fahrstil, trifft jetzt sehr viel in die Kurven rein. War aber dann leider nicht konstant genug, um da irgendwie vorne mitzuspielen. Ich meine, der Junge da hinten, Juan Zarco, der hat halt einfach alles abgefahren, abgeräumt, was ging. War ein bisschen schade. Also, es war die in Anführungszeichen unspannendste Klasse
dieses Jahr. Gut, Zarco wird es egal sein. Ich glaube doch, der Schwierigkeitsgrad ist für diese Klasse auf jeden Fall angemessen. Zum jetzigen Zeitpunkt, kann aber auch an der Strecke liegen, weil ich komme mit der einfach nicht klar. Zum anderen natürlich liegt es auch ein bisschen an der Umgewöhnung am Bike. Ganzen Faktoren, was natürlich noch hier mit reinspielen. Es ist natürlich so eine Sache, wenn ich das Ding hier auf P1 gewinnen möchte, muss ich jetzt in dieser Runde an Lowe's vorbei. Muss ihn dann in der darauffolgenden Runde mindestens 0,15, also 0,510 Sekunden draufpacken. Ansonsten wird das nichts mehr. Das war schon ein bisschen behindert, ey. Das war, also wenn es diese Stelle nicht geben würde, würde ich definitiv, glaube ich, nicht so weit vorne fahren. Denn das macht schon massiv aus. Das macht schon, also... Dass ich da an Zeit gewinne, das ist schon nicht mehr feierlich eigentlich. Okay, das war der erste Sektor, der war gar nicht mal so schlecht. Und auf geht's, ab geht's nochmal. Eine letzte Fahrt durch diesen Sektor, durch diese Achterbahn. Ein Freudentaumel der Gefühle. Zwei Sekunden. Ich habe jetzt gerade knapp 1,5 Sekunden hier aufgedrückt. Das ist schon massiv. Ja, erstes Rennen Moto 2. Sieger. Kann man mal machen. Ein Wochenende an der Riviera. Die Champions sind auf dem Weg in den Parc Fermé, aber hier zunächst die Resultate. Das ist richtig geil. Kann man machen. Zarco natürlich führender vor Tito Rabatt und Sam Loos, Alex Rins, Jonas Folger, Tom Litti, Franco Morbidelli, Mika Kallio und Julio Simeon. Sandro Cortese ist auf 11. Wir haben uns auf Platz 16 gleich mal eingereiht. Minus 244 Punkte ist noch drin. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch an Corsi vorbei. Der hat aktuell 33 Punkte. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir machen können. Baldassari hat knapp hat 46 Punkte. Da müssen wir
gucken, wie es aussieht diesbezüglich. So, Kalex natürlich hier führend. Tech 3 und Sutta gehen ein bisschen unter. Aber wir haben Camo Stars, Cresini Racing Team in der Moto 3, Mike, die Melio. Das war's, wir haben Fans, wir haben 20.000 Fans dazu bekommen. Nee, 30.000 Fans knapp dazu bekommen. Ist schon nice. Nach der Anspannung des Rennens kann er sich jetzt ganz der Siegesfeier widmen. Wenn er so weitermacht, werden seine Konkurrenten für längere Zeit nur noch sein Hinterrad zu sehen bekommen. Ja, vielleicht, Eddie. Und ich sehe gerade 16:50 Rennzeit. Ist okay. Also, das können wir auf jeden Fall so lassen. Von der Reichweite her. Lorenzo bricht alle Rekorde. In Misano legt Lorenzo ein beeindruckendes Tempo vor und holt sich den Sieg im Grand Prix. Rossi zweit, ich habe alles getan, was ich konnte, um zu gewinnen, aber heute hat Lorenzo einfach die Oberhand. So, Mr. Cyclist Athena Ford Racing. Ist das der Abschied? Es scheint so gut wie festzustehen, dass Federal Oil Gresini Moto2 Steffen einen Vertrag anbieten wird, wird der junge, talentierte Fahrer das Angebot annehmen. Was? Okay. Gerade ist gewechselt, aber alles klar. Zitat der Woche. Nach dem Erfolg von Mr. Cyclist schätzt Corsi die Situation folgendermaßen ein. In unserem Team gibt es keine Unterscheidung in Ansager und Befehlsempfänger. Bei Athena Forward Racing arbeiten alle gemeinsam an Erfolg. Das hat er sehr diplomatisch gesagt. Neues. Ach ja, okay, I see what you did there. Ich habe jetzt zwei Datenpacks, ich kann die Datenpacks gar nicht in ein anderes Team übernehmen. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Auch Aragorn wird interessant werden. Gibt's wieder eine Mail? Kollegen? Nee, Corsi ist immer noch hier. Oh, alles klar. Sehr gut, dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles, alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es dann weitergeht in Aragorn, in der Moto2, bei Forward. In diesem Sinne, macht es gut, ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.